Am letzten Spieltag der Saison geht es für die Kickers zum VfB Stuttgart. Das Spiel ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die eine schwere Runde hinter sich haben, jetzt aber schon vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt sicher haben. Vor dem Anpfiff verabschiedeten die Stuttgarter dann noch Tobias Rathgeb, der 326 Mal für den VfB aufgelaufen ist. Und dieser Tobias Rathgeb bringt dann auch diesen Eckball vor das Tor. Dort herrscht dann Unordnung. Und so kommt Pascal Breyer an den Ball und er trifft die Latte. Da hatte der OFC nochmal Glück, aber die Situation ist noch nicht endgültig bereinigt. Den Schuss von Feisthammel hat Alexander Siebald dann aber sicher. Zuvor beim Schuss von Pascal Breyer musste aber das Aluminium retten. Da wären die Kickers fast früh in Rückstand geraten. Im Anschluss dann aber auch der erste Abschluss der Kickers. Dren Hodja hat hier ein wenig Platz und nutzt den zum Schießen. Der Ball geht aber über das Tor. Nach knapp 20 Minuten dann dieser Freistoß von halb rechts für die Stuttgarter. Wieder bringt Tobias Rathgeb den Ball vor das Tor und dort verpasst Pascal Breyer. Das war nun schon das zweite Mal richtig gefährlich. Nun aber auch ein Freistoß für die Kickers. Die Spezialisten dafür, Dren Hodja und Serkan Firat, stehen am Ball. Hodja zieht den Ball auf den kurzen Pfosten. Dort wird er aber geklärt vor die Füße von Serkan Firat. Der schießt Pfosten. Jetzt steht es bei den Aluminiumtreffern 1:1. Der Ball war übrigens noch leicht abgefälscht. Darum gibt es einen Eckball, der dann aber nichts mehr einbringt. Beiden Mannschaften ist die tabellarische Konstellation anzumerken, dass es nicht mehr um alles geht. Nach dem Zuspiel von Pascal Breyer hat dann aber Andreas Scheidel hier viel Platz und Zeit, legt zurück auf Breyer und der trifft. Das ist sie, die Stuttgarter Führung. Pascal Breyer startete die Saison ja noch in der dritten Liga für Groß Aspach, kehrte aber dann noch im August zum VfB Stuttgart zurück und traf dann jetzt schon 9-mal. Kanigia Elva fälschte den Ball noch leicht ab und so war Alexander Sebald ohne Chance, diesen zu halten. Kurz vor der Halbzeitpause sollten die Kickers dann zur großen Ausgleichschance kommen. Dren Hodja bekommt am Strafraumeck den Ball, zieht ab. Bolten kann nur prallen lassen, aber was macht Aaron Freida? Aus 5 Metern schießt er über das leere Tor. Das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Eine viel bessere Chance werden die Kickers hier nicht mehr bekommen. Weiter mit der zweiten Hälfte. Direkt nach Wiederanpfiff setzt Dijon Ramay hier etwas übermotiviert gegen Alexander Sebald nach. Das Ganze zieht dann eine Rudelbildung nach sich, die sich aber auch schnell wieder beruhigt. Schiedsrichter Lukas Schlosser zeigt Ramay noch die gelbe Karte. Im Anschluss gab es dann erstmal viel Leerlauf. So gehen wir direkt in die 69. Minute. Da legt Dijon Ramay in den Lauf von Andreas Scheidel. Der kommt in den 16er, scheitert dann aber an Alexander Sebald und beim Nachschuss von Mart Ristel steht Benjamin Kirchhoff gegen seinen Ex-Verein richtig und klärt den Ball. Doch die Stuttgarter kommen nun zu Chancen. Kanigia Elva legt quer auf Dijon Ramay, Sebald hält aber erneut stark. Schnell war er da aus dem Tor herausgekommen und nahm den Stuttgarter Angreifer damit den Winkel, um den Ball an ihm vorbeizuschieben. Aber wieder nur eine Minute später. Der Stuttgarter Nachwuchs hat Raum zum Kontern. Dijon Ramay mit dem langen Ball über die Abwehr auf Pascal Breyer. Und der überwindet erneut Alexander Sebald und trifft zum zweiten Mal heute. Schon letzte Woche traf er doppelt gegen Koblenz und nun wieder. Zum Saisonende kommt er scheinbar noch so richtig in Fahrt. Das könnte jetzt schon die Entscheidung sein. Eine dicke Chance sollten die Kickers noch bekommen. Benjamin Kirchhoff will es gegen seinen Ex-Verein nochmal wissen. Dann hat Serkan Firat das Auge für den eingewechselten Nikolai Jürgens, aber auch der trifft nur den Pfosten. Der hätte doch jetzt wirklich mal passen können. So muss Nikolai Jürgens weiter auf sein erstes Tor in der Regionalliga warten. Danach war dann für Tobias Rathgeb Schluss, der seine aktive Karriere damit beendet hat. Und kurz darauf war dann das Spiel komplett aus. Die Kickers verlieren ihr letztes Saisonspiel. Der Verbleib in der Regionalliga war aber ja schon vor diesem Spiel sicher. Viele Spieler haben schon verlängert, trotzdem bleibt es spannend, was den Sommer über passiert und mit welcher Mannschaft die Kickers dann in die neue Saison gehen werden.